Servus liebe Shisha-Freunde, B2B und Shisha Olli wieder am Start für euch. Ein neues Video steht an und wie ihr schon seht, es geht heute um eine neue Wasserpfeife und zwar aus dem Hause Amy. Feuert ja zurzeit Produkte ohne Ende raus, schon wieder ein neues Produkt von Amy auf dem Markt und die hat es mir eigentlich gleich optisch sehr angetan, deswegen habe ich mir gedacht, das will ich euch nicht vorenthalten, weil auch viele geschrieben haben, boah, die sieht echt geil aus und manche hier, boah, das geht überhaupt nicht und das spaltet die Meinungen wieder, was Design angeht. Und deswegen dachte ich mir, genau sowas muss man mal wieder reviewen, dass die Leute wieder was zu reden haben. Ne? Und dieses Mal aus nicht... Und zum Haten. Ja, genau, aber nicht uns zum Haten, sondern um das Produkt. Ja. Vielleicht gut oder schlecht zu heißen. Naja, ist ja egal, ihr dürft euch die Meinung jetzt machen. Wir zeigen euch das Produkt jetzt aus der Nähe. Und ja, fangen gleich an, weil die Kohlen sind so gut wie durch. Und deswegen zeigen wir euch die Shisha ganz kurz aus der Nähe. Fangen wir bei der Bowl an. Ich habe jetzt die Red Black, das Glas ist durchsichtig und es ist eine schwarze Innenschicht noch, sag ich jetzt mal, mit ja, schwarzen Farbstrichen. Sieht aus, wie wenn es ein Siebenjähriger, das wollte ich ja nicht sagen, der gerade aus dem Kindergarten gekommen ist, das gemalt hat. Also da hat man sich nicht wirklich viel Mühe gegeben, das muss man ehrlich sagen. Aber ich finde es jetzt trotzdem nicht hässlich. Und warum nicht, das zeige ich euch dann später, weil es hat noch einen hübschen Nebeneffekt, das Ganze. Alleine auch hier unten ist es nämlich, der Rand ist komplett weiß, ja, hier dran, das sieht man jetzt nicht so gut. Und das hier ist dann rot-schwarz, wie schon gesagt. Wie man auch gleich sehen kann, es ist eine ganz andere Form wie die anderen Pfeifen. Das finde ich auch immer gut bei Amy, da wie sie zum Beispiel bei der Princess, Crazy Shape, Modern Dream, die stechen halt gleich raus, weil sie nicht immer Mainstream ausschauen. Das geht dann hier weiter. Wir haben, wie man schon sehen kann, 4 Schlauchanschlüsse. Und wie man auch sehen kann, 4-mal den großen Schlauchanschluss. Also Amy Deluxe Schlauchanschluss. Zoome ich mal bloß ein bisschen hin, dass man es noch ein bisschen aus der Nähe sehen kann. So. Also wie man jetzt schon hier sehen kann, 4-mal Amy Deluxe Schlauchanschluss. Und die Rauchsäule sieht auch anders aus wie sonst. Ja? Keine 3 Hubbel und ja, ein kleiner Kohlenteller, passt ja auch zur Gesamtgröße von der Shisha, ist ja nicht groß. So, jetzt fangen wir an, die Shisha mal auseinanderzubauen noch schnell und euch sie mal aus der Nähe zu zeigen. Damit fange ich natürlich wieder mit dem obersten Teil an. Ganz normaler Kopfadapter, wie man schon sehen kann, nichts Besonderes. Der ist jetzt wirklich ein ganz normaler. So, Moment, jetzt versuche ich es mal scharf zu stellen. So. Also wie man schon sehen kann, nichts Besonderes, ein ganz normaler Kopfadapter. Kennst du ja. Gut, dann geht's weiter. Eine Unterlegscheibe für einen Kohlenteller plus Kohlenteller. Ganz normal, ohne Logo, ohne alles, ohne Verzierung. So, dann geht's weiter mit der Base. Wie schon gesagt, 4 Anschlüsse. Mitgeliefert wird aber ganz normal nur ein Anschluss, 2 Ventilkappen und ein Durchblasventil. Was ich auch gut finde, die Verarbeitung innen drinnen sieht sehr gut aus. Keine Macken, gar nichts. Schön groß die Anschlüsse. Oder die Bohrungen eher gesagt. Und ein Grobgewinde. Und auch hier, die Base selber sieht auch anders aus, wie man auch schon sieht, ja. Zum guter Letzt noch ein Tauchrohr, ist auch nicht besonders lang und Standardgröße, also nicht übergroß, macht aber beim Durchzug überhaupt nichts aus, weil wie man schon fast in jedem Video, was die Shishas angeht, erwähnt wird, wird nicht beim Tauchrohr oder bei der Rauchsäule ausgemacht der Durchzug, sondern an der engsten Stelle und das ist eben bei der Base die Bohrungen unten dran, wo die Schläuche, die Schlauchanschlüsse hinkommen. So, und dann kommen wir noch zur Bowl, wie man schon sehen kann, schwarz-rot, hier ist das Gewinde und unten dran hier der Rand komplett weiß, wie man sehen kann. Und das gibt dann später einen schönen Nebeneffekt, das zeigen wir euch natürlich gleich. Leider ist es noch nicht so dunkel, deswegen werden wir den Effekt nicht so gut sehen wahrscheinlich. Wir lassen uns überraschen, geraucht wird heute im Hassan Pascha. Deluxe. Drinnen haben wir Amy Gold, würde ich schon sagen. Alvaha Gold. Golden Glamour.
Ich stelle euch wieder scharf. Sehr gut. So. Ja, und dann geht's direkt los. Kohlen sind schon seit 5 Minuten durch. So, kurz noch die Asche weg. Und dann können wir loslegen. Okay. Gut. Ah, falscher Gummi. Es wird natürlich nicht nur die Shisha geliefert, sondern Standardschlauch in den Müll. Bitte nicht auswaschen, wenn ihr ihn benutzt. Und finde ich super, der Kopf. Das ist der Amy Deluxe, die Amy Deluxe Power Bowl. Passend zur Shisha, die passende Farbe dazu. Also der Kopf ist echt klasse. Und was wird noch mitgeliefert? Die spitze Kohlenzange. Mit der kann man auch sehr gut die Kohlen teilen übrigens. Die Spitzzange. Ja. Und natürlich Dichtungen werden auch mitgeliefert. Eine Kopfdichtung, eine Schlauchdichtung. Und vier Ventilkugeln sind auch gleich noch mit dabei. Finde ich auch super, dass das gleich mitgeliefert wird, alles. Na gut, da das ja drei Ausblasventile sind, ist klar. Nein, sind zwei Blindstopfen und ein Ausblasventil. Deswegen finde ich es super, ja. Das ist gut, da kann man wirklich nichts sagen. Weil normalerweise liefert man dann nur... Da wo das Ausblasventil ist. Genau. In die Bowl passen ungefähr 0,5 Liter rein. Also da passt wirklich nicht viel rein, das ist so schnell voll, das Ding. Also ein Liter passt da nicht rein, ist halt eher, also das ist auf keinen Fall ein Liter, was ich da... Also ein bisschen mehr wie 0,5, 0,7 vielleicht, aber kein Liter. Da passt wirklich fast nichts rein. Also ich würde sagen, so untertreibt ein klein wenig, also so 6, 7 Liter passen da bestimmt rein. Oh, da klingelt was. Was soll der Scheiß jetzt? Beschwichtig. Nein, das hört sich an wie ein Alarm. Hast du einen Wecker gestellt heute auf 6 Uhr am Abend, oder? Klar. Ist das der Shisha-Rauch-Alarm, oder? Mein 1-Euro-Job, weißt du doch. Alter Gosch jetzt hier. Ja, du rauchst ja Shisha, du sagst das ja, nicht, ja, dass genau, es genau. Weiß, Mensch. Genau, ich rauch das ja Shisha. Schlimm, schlimm. Kommen wir kurz zur Größe, zur Shisha, zur Gesamtgröße. Wie man schon sehen kann, ist nicht hoch. Finde sie aber super. Ich finde die Größe eigentlich echt geil. Das sind jetzt 48 cm mit Kopfanschluss. Und ist auch eine super Shisha für unterwegs dann eigentlich, ne? Und das Gute halt, 4 Schlauchanschlüsse. In der Größe gibt es eigentlich so gut wie nie. Und vor allem durchzugstechnisch, wir haben gestern NPS. Zu viert geraucht. Zu viert, ja. Zu viert, trotz, wie er vorhin schon gesagt hat, ein sehr dünnes Tauchrohr, aber wir haben trotzdem keinen Unterschied gemerkt, weil man, wie gesagt, hier die gleichen Bohrungen hat wie bei der NPS. So ist es. Deswegen. Es kann sein, dass ihr vielleicht ein paar Lichtverhältnisse gerade gemerkt habt. Ich glaube, das liegt an dem Knopf hier. Ich muss das mal ganz kurz ausmachen. Ich glaube, das war doch der Knopf. Weil ich gesehen habe, wie es immer wieder heller und dunkler geworden ist gerade. Vielleicht ist es jetzt besser, ich hoffe. So, Durchzug, wie der Olli gerade gesagt hat, NPS. Ich finde es Aussehen super. Also allgemein das Gesamtbild finde ich klasse. Es ist Geschmackssache, aber ich finde dadurch, dass das nicht Mainstream ist, Mainstream ist es ja leider zurzeit sehr viel. Natürlich auch die NPX von Amy. Es sieht ja auch so aus wie jetzt die vielen Pfeifen und deswegen finde ich das klasse, dass sie sich da wieder was Neues einfallen lassen haben vom Design und das gefällt uns wirklich super. Also das ist schon mal top. Ich habe das Wichtigste gleich noch vergessen gehabt. Ja, das kommt noch natürlich.
Momentan gibt's die, es ist übrigens die Amy Lady on Fire. Ganz vergessen zu sagen. Sorry. Es handelt sich natürlich um die Amy Lady on Fire. Wahrscheinlich, weil es die weiblichen Damen vielleicht ein bisschen anziehen soll, sag ich jetzt. Also die weiblichen Damen, ne? Aber Lady on Fire. Die weiblichen Damen. Weißt du, was ich da gemacht hätte? Ha? Ich hätte da so heiße, sexy Silhouetten von Frauen drauf gemacht. Dann wär's was für Männer gewesen. Und dann dieses Rot auch dahinter. Zu aufwendig. Gibt's momentan bei mir im Shop natürlich zu kaufen, shop.shishaforever.de, in drei verschiedenen Farben, mehr gibt's momentan noch nicht. Und zwar, wie schon gesagt, jetzt hier Red Black, Black White und Black Green. Sehen alle drei sehr gut aus. Und nichts denken, jede Bowl sieht wieder anders, komplett anders aus. Auf meinem Produktbild, wenn ihr euch das jetzt vergleicht mit dem, sieht auch wieder komplett anders aus. Also von der Farbe jetzt, von der Bowl, die weichen alle ab, weil sie alle... weil sie bei der Produktion alle ein bisschen anders wieder rauskommen. Deswegen, die Siebenjährigen können halt nicht die gleichen Striche immer malen. Deswegen, ganz klar. Ne? Hey, ganz, liebe Grüße an Herrn Davis. Ich sag mal Spaß. So, ja, schwarze Farbe reingeleert dreht, wie man es halt kennt. Was ich noch dazu sagen wollte, jetzt bei dem durchsichtigen Rand, ihr könnt euch das so vorstellen, da wir an der Elektronikbranche arbeiten, Samsung-Fernseher, so eine gewisse Serie, die haben auch diesen durchsichtigen Rand unten dran, aus Kunststoff. Auch. Panasonic mittlerweile auch, genau. Samsung hat es manchmal ganz um der Fernseher rum, diesen ganz weißen Rahmen, aber schwarz da drunter. So könnt ihr euch das hier unten vorstellen. Also komplett durchsichtig, richtig weiß und dann kommt die Farbe erst. Genau. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu dem hübschen Nebeneffekt. Wenn ihr ein LED-UFO habt oder LED-Tablet, irgendwas, was eben Farbe ins Spiel bringt. Zum Beispiel von Elephant. Der Elephant, genau. Shisha. Machen wir mal kurz noch auf Off. So, der passt übrigens perfekt runter. Ein bisschen breiter ist die Bowl selber, aber das macht überhaupt nichts. Steht trotzdem sehr stabil drauf. Jetzt machen wir mal kurz hier noch das Licht aus, das ist noch an. So, jetzt wird sich erstmal die Kamera wieder ein bisschen... Ah ja, es geht eigentlich. Passt, sieht gut aus. Gut, dann zeige ich euch mal diesen hübschen Effekt, was ich euch versprochen habe. So, ich hoffe, man sieht es recht gut. Ja, also in der Kamera sieht man es schon recht gut. Ich hole euch auch nochmal näher her, dass ihr es genauer seht. Es leuchtet erstmal richtig geil, da die Farben nicht zu dick aufgetragen sind. Und dann dieser schöne Effekt unten durch das Weiß, durch den weißen Rand, leuchtet es nach dieser Farbe, die ihr eben ausgewählt habt, weiß und das andere dann eben schön rot. Und das kann man natürlich jetzt so machen, wie man möchte. Wenn es gelb ist, sieht es natürlich auch wieder geil aus, weil jetzt unten dran eine gelb ist. Und oben dran eine Rot. Ich glaube, das kommt bei der Kamera jetzt nicht so gut rüber. Ich mache jetzt einfach mal alle Farben durch. Vielleicht sieht man es. Ich zeige es euch aber dann auch nochmal aus der Nähe. Dann sieht man es bestimmt besser. Gut, da jetzt die Blautone und Grüntone kommen, wie man es aus Kunstunterricht kennt. Kommt's lila. Das sind dann so Komplementärfarben. Genau, dann mischen sich die Farben in der Bowl. Deswegen ist sie gerade so dunkel geworden. Genau. Genau. Machen wir ein bisschen langsamer, das ist zu hektisch. So, jetzt zeige ich euch das Ganze noch kurz aus der Nähe, dass ihr mal seht, was wir überhaupt meinen jetzt hier. So, wackelt ganz kurz ein bisschen wahrscheinlich. Moment. So. Da wir es ja auf dem Stativ stehen haben. So, machst du auch raus aus dem Stativ. Das geht schon. Hättest du aber seinen Knopf drücken müssen. Passt schon. So, jetzt zeige ich es euch mal von oben. Da sieht man es eigentlich am besten. Jetzt stelle ich es natürlich bloß nochmal schnell scharf. So, Olli, und jetzt machst du mal bloß das Weiß rein, dass man das auch nochmal sehr gut erkennen kann. Jetzt sieht man es eigentlich sehr gut, muss man sagen. Jetzt sieht man das sehr gut, dass es hier weiß kommt und dann oben eben schön noch rot belichtet ist. Also das sieht wirklich sehr geil aus. Wenn wir jetzt dann wieder eine Gelb, machen wir das Gelb rein. Genau, also das sieht man eigentlich recht gut, dass die Farben wirklich super übereinstimmen. Jetzt komplett rot. Genau. Ja, alles rot. Ja. Bei Blau, wie gesagt, da ändert sich auf einmal die Bowl, das ist auch richtig geil. Jetzt ist die Bowl ist braun. Ja. Genau, aber dann ist es halt braun zum Beispiel. Ja. Ladies. Ja, also es sind wirklich sehr geile Farben, was da zur Geltung kommen. Also die kommen da wirklich super zur Geltung, die Farben. Sieht wirklich genial aus, gefällt mir sehr gut. Ist mir gleich aufgefallen, sobald ich den Teller eben untergesetzt habe, habe ich mir gleich gedacht, boah, geil, das ist ein hübscher Nebeneffekt, wahrscheinlich ungewollt sogar. So, jetzt gehen wir wieder hoch.
Zack. Also Michi, kann sein, dass du einen riesen Vorrat bestellen musst. Ja. Vielleicht wollen die Leute, wenn sie die Pfeife kaufen, gleich dieses UFO noch dazu. Ich denke mal, der Michi wird sie auch bald im Shop haben. Oder so rum. Wir kommen leider momentan nicht an diese UFOs ran. Ich kaufe der Michi immer auf in Scharen, deswegen kommen wir nicht ran an das Ding. Vor allem ist ja auch recht günstig, wenn man so überlegt mit dieser Fernbedienung in allen möglichen Lichtern, wie wir es aber auch schon vorgestellt gehabt haben, dazu wollen wir jetzt nichts mehr sagen. Einfach das Video angucken vom LED-UFO. Richtig. Ja. Also. Moment. Achso, geht schneller. Ja. Ich glaube, jetzt ist der Akku dann auch bald leer. Nö. Nein, meinst du nicht, oder? Na egal. Sonst muss ich gar nicht mit leuchten, weil die brauchen so wenig Strom. Also das Gesamtpaket bei der Shisha stimmt voll, gefällt uns sehr, sehr gut die Pfeife, ist wieder eine neue Pfeife, die wirklich begeistert uns. Es gibt bestimmt jetzt einige, die sagen, nee, gefällt mir überhaupt nicht, ist wie gesagt Geschmackssache. Ich kann sie nur empfehlen, Durchzug ist wie gesagt einwandfrei, Verarbeitung ist einwandfrei, Preise, ich habe sie momentan im Angebot zum Einführungspreis für 59,99 €, der Normalpreis bei dieser Shisha liegt bei 74,99 €. Aber jetzt momentan gar ein bisschen günstiger und da sie auch 4 Anschlüsse hat und auch die großen Anschlüsse hat, also auch die großen, den besseren Durchzug, deswegen natürlich auch ein bisschen teurer. Ja. Aber ansonsten, ich kann sie euch nur ans Herz legen, mir gefällt sie super. Wir rauchen, wie gesagt, Golden Glamour mit den Kaya-Schläuchen, den neuen oder aktuellen eher gesagt. Ich hoffe oder ich denke, wir haben euch mit dem Video weitergeholfen. Das wäre es dann eigentlich schon mit der Vorstellung heute. Und ja, dann würde ich sagen, ganz kurz noch, hol mal den Karton noch her. Das haben wir noch vergessen. Der wird übrigens auch mitgeliefert, die kleine Transportbox. Finde ich auch cool. Auch die Form ist super. In Fachkreisen wird die Amy auch 027 genannt. Aber ich finde, Lady on Fire passt einfach besser, wie wenn man sie bloß so eine Nummer kriegt. Aber ja. Falls ihr euch wundert, warum man das dann hier drin nur die Bowl verschickt und den Rest in dem Karton, das macht einfach nur zur richtigen Sicherung, weil viele Bowls teilweise schon in anderen Shops und so weiter ja kaputt ankommen. Deswegen verpackt er die Bowl da teilweise hier drin nochmal in den Karton rein und dann in den großen Karton haut er dann diese Zubehörteile nur, also sprich die Base. Die Bowl halt kaputt machen könnten. Genau, genau. Deswegen kommt hier eigentlich nur die Bowl drin, aber ihr kriegt die ganze Pfeife da rein. Genau, also im Endeffekt kann es sein, dass euer Paket halt zweimal verpackt ist. Einmal genau. In dem und einmal in dem Karton, in dem normalen Karton, mit dem wir euch den halt noch schicken. Gut, dann sind wir am Ende vom heutigen Video. Hat auch lange gedauert, das Video, aber ich dachte auch für diese Shisha muss man natürlich auch mal ein ausführliches Review machen. Und ja, ihr kennt uns ja mittlerweile, wir machen immer lange Reviews, egal ob es bloß ein Tabak ist, der wo eigentlich bloß 2 Minuten braucht. So sind wir halt, ne? Genau. Und ja, dann haben wir es eigentlich schon wieder für heute. Wir danken euch natürlich recht herzlich wieder fürs Einschalten. Und dann sieht man sich beim nächsten Review wieder. Shisha Olli und ich, Big2B, bedanken uns fürs Einschalten. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Shisha Warenfest-Team. Servus.